Das ist dann quasi ihre Bücher- und Lesekuschelecke. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin langsam wieder fit. Mich hat es total umgehauen nach dem Umzug. Viele von euch haben geschrieben, es kommt einfach, da der ganze Stress abgebaut wird. Oder ich war die ganze Zeit unter Anspannung und ja, ich lag komplett flach. Ich kann mich teilweise an manche Sachen gar nicht mehr erinnern, die passiert sind während der Zeit, als ich krank war. Frieda macht wieder Unsinn. Ja, so langsam richten wir uns hier ein. Es ist allerdings sehr schwierig mit drei Kindern, wenn die zu Hause sind, hier was zu schaffen. Die Kita-Eingewöhnung wird Ende August sein für die Pauline und für die Frieda. Die Schulanmeldung steht noch für Leone aus. Ich nehme euch natürlich hier weiterhin mit, das ist alles noch spannend. Wir haben heute den Flur geschafft und Alex ist jetzt gerade auch im Wohnzimmer beschäftigt. Ich zeige euch einfach mal ein kleines Berliner Haus-Update. Wir stehen hier im Flur, das ist die Eingangstür. Und hier haben wir jetzt erstmal unsere Box hingestellt. Die stand ja vorher immer im Flur, da hatten wir unsere ganzen Schuhe drin. Jetzt allerdings haben wir von Ikea diesen Schuhschrank gekauft. Das ist, glaube ich, die Hemmniskommode, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hier haben wir jetzt erstmal ganz provisorisch alle Mützen und Schals reingetan. Einfach, dass sie nicht in den Keller kommt. Wenn es kälter wird, muss man die nicht wieder hochholen. Was ist das hier? Eine kleine Motte. Weg, weg, weg. Es geht ja immer schneller, als man denkt. Und Regensachen. Dann haben wir hier von Ikea diesen runden Spiegel. Und was ich hier so mega cool fand, man hat eine Ablagefläche und man kann hier Schlüssel aufhängen und unsere Mützen und die Cappies von Alex und von Pauline. Hier bin ich. Ich bin noch ein bisschen verschnupft, aber mir geht's wieder gut, das ist die Hauptsache. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich finde den ganz stylisch. Ich bin übrigens sehr dankbar und froh, dass wir einen Flur haben. Jetzt weiß man das wieder zu schätzen. Was soll ich euch zeigen? Hier oben haben wir so die nötigsten Sachen drin, erstmal für die nächsten Tage. Meine kleine Handtasche. Wenn Leona in die Schule kommt und wir zu Fuß gehen oder mit Fahrrad fahren, kriegt sie im Winter so ein gelbes Cape um. Taschentücher, Regenschirme, Sonnenbrillen. Hier sind dann die Schuhe. Wir haben uns von einigen paar Schuhen getrennt. Viele sind auch im Keller gewandert, einfach, dass man mal austauschen kann. Das sind jetzt so die Schuhe, die wir diese Saison tragen. Die Kinder haben wir extra bewusst nach unten gepackt, damit die sich selbst anziehen können. Dann haben wir hier von Ikea diese Äste. Da haben wir zwei Stück übereinander geschraubt. Das könnt ihr vielleicht sehen. Oh. Irgendwas ist hier passiert. Hä? Hier oben auf einmal, zack, auf einmal war das so. Das hang da einfach so. Okay, alles ja, du gut. Musst ja nicht hochziehen. Ich habe nicht hochgezogen. Ja. Ich habe eben nur was dran gemacht. Auf jeden Fall sind das zwei von diesen Ästen übereinander. Ja. Oben hängen unsere Jacken. Unten haben wir dann die Kinder platziert, damit die sich ihre Jacken selbst nehmen können. Mein Rucksack hängt da noch. Dann hat Alex eben diese Lampe angebracht. Ich finde die so schön, diesen Deckenfluter, der strahlt nach oben und nach unten. Die hatten wir auch in unserem Wohnzimmer über dem Sofa. Und hier steht derzeit nichts. Ich glaube, ich werde da auch nichts hinstellen. Dann sieht das immer so zugedrückt aus. Hier unten ist nämlich Fußbodenheizungsregelung. Das lassen wir frei. Wir haben jetzt einfach hier noch eine Ikea-Lampe. Da brauchen wir noch Glühbirnen. Spaß jetzt an den Backen. Oh, das ist so ein typischer Fingerknirscher. Ja. Du kannst dich nicht davon abhalten. Ich gehe zum Flur zurück, damit ihr alles sehen könnt. Also hier ist noch richtige Unordnung. Es ist sauber. Wir saugen und wischen jeden Tag. Aber wir haben halt noch keine Küche, die kommt erst in 3 Wochen. Und somit müssen wir halt alles mit Hand spülen und haben noch keine Schränke, wo wir alles hinpacken können. Die 3 Kisten habe ich gerade ausgeräumt, das ist alles Flur. Da ist unser Müll. Wir haben nämlich auch noch gar keine Mülltonnen, die kommen erst in 2 Wochen. Somit müssen wir erstmal alles sammeln und in Tüten verpacken. So sieht hier unsere Küche aus. Wir haben hier die Wasserkisten, einen kleinen Kühlschrank, wo nicht viel reinpasst. Aber wir haben Gott sei Dank noch einen Keller, unserem alten. Mikrowelle, super praktisch für Babynahrung. Natürlich auch ganz wichtig, unsere Kaffeemaschine. Hier ist unsere kleine Spüle und hier haben wir ein ganz bisschen Aufbewahrung. Taschentücher, ein bisschen Kochutensilien, Töpfe, die wir gar nicht brauchen, weil wir noch gar kein Herd haben. Das ist nicht lustig. Wir leben so, irgendwie klappt das. Und das hier haben wir von der lieben Melli und von Markus bekommen. Die Tasche ist unheimlich schön, die würde ich auf jeden Fall behalten. Musst du jetzt da rascheln? Ja. Zum einen, ganz klassisch, gab es Brot und Salz. So, dann ist das Gute, dass ich ja meinen Thermomix habe. Heißt, wir brauchen gar keine Küchengeräte, kein Herd und sowas. Ich mache alles hier mit, koche ich. Wir bestellen allerdings auch ehrlich gesagt ganz viel, damit wir einfach nicht so viel spülen müssen. Dann haben wir jetzt hier erstmal unsere Handtücher. Also ein bisschen System haben wir drin, wenn man es erkennt.
sind so Mülltüten. Hier sind so wichtige Dokumente, die wir jeden Tag brauchen. Terminplaner. Dann haben wir hier so ein Zweier-Kallax-Regal erstmal hingestellt, wo wir Babynahrung aufbewahren. Wir haben jetzt hier diese Oscar-Tonne genommen. Einfach damit das nicht so riecht bei dem Wetter, ne? Ist ja klar. Ja, und dann haben wir hier Rucksäcke stehen. Und das ist quasi so zurzeit unsere Küche. Es ist wirklich schwer, in so einem offenen System Ordnung zu halten. Hier ist jetzt erstmal unser Besteck drin. Das ist so ein Brotkorb. Hier haben wir so ein paar Nahrungsmittel, Gewürze, was man so braucht. Fernbedienung. Keine Ahnung, warum die da liegt. Alex Maus. Werkzeug. Also wir sind hier jeden Tag noch am Machen. Kinder essen meistens jetzt immer morgens Müsli. Ach, bin ich jetzt schon mal dabei, den kann ich hier auch aufräumen. Feuchttücher, Toastbrot. Dann, was wir täglich brauchen, unseren Toast- und Wasserkocher. Da unten ist halt noch Capri-Sonne und Butterbrotdosen. Bildnahrung ist halt auch ganz wichtig, ne? Dann haben wir hier so eine Kiste mit den ganzen Flaschen und so, was man braucht. Hier sind alle Schnuller drin. Und da hinten haben wir Lätzchen. Eigentlich war das mal so. So, irgendwie kann man hier auch Feuchttücher reinlegen. Ja, alles ausräumen. Das ist nämlich das Problem hier an dem ganzen offenen System, dass die Frieda alles rausräumt. Und die Schnuller liegen meistens hier. Und wir haben hier unten auch Windeln, damit wir unten wickeln können, weil über 3 Etagen laufen ist ja nicht anscheinend. Frieda, nein! Wir lassen das da schön drin. Ich muss jetzt gerade eine Flasche für sie machen. So würde es dann ordentlich aussehen. Ja, das ist unsere Küche. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Außer, dass ganz viel Geschirr da abgewaschen ist. Und das muss ich auch wieder einräumen, dann sieht das auch nicht so voll da hinten aus. Und draußen stehen ganz viele Kartons, die bald abgeholt werden vom Umzugsunternehmen. Die holen die nämlich wieder ab. Hier ist unser Essbereich. Ich denke, viele Sachen erkennt ihr auch einfach wieder. Ich schneide gerade das Video für euch. Hier steht der Play-Button, der soll hier noch an die Wand. Dann ist das hier quasi das Wohnzimmer. Sieht voll riesig aus, ne? Weil die Decken so schön hoch sind. Wir haben hier 2,70 Meter Deckenhöhe. Hier geht's hoch, da ist Keller. Hier haben wir so eine kleine Kinderecke eingerichtet. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Spielzeug hier unten wie vorher. Unsere Stehlampe hat hier einen Platz gefunden. Das klappt auch mit den Kindern. Bällebar steht unten, weil es dann auch wirklich benutzt wird. Die Kinder lieben das. Dann haben wir den schönen Holzspielwürfel für die Frieda. Die Pauline spielt da auch noch mit. Dann haben wir hier von Elch Kids, von Don bei dir, so eine kleine Aufbewahrung. Ich finde, das reicht mit verschiedenen Spielsachen. Das hier ist jetzt wieder von McDonald's dazugekommen. So ein bisschen Babyspielzeug drin und Bücher. Der Fernseher hängt an der Wand. Das ist ein ganz normales Kallax-Regal. Wir hatten ganz viele Kallax-Regale. Ihr wisst ja, Leonas Zimmer war voll damit. Dadurch, dass sie Schräge hatte, stand die ganze eine Seite voll mit Kallax-Regalen. Wir wollten erst einige davon verschenken, aber wir sind froh, dass wir es nicht gemacht haben, weil jetzt haben wir gar kein Kallax-Regal mehr über. Überall sind welche verteilt. Das wird auch so stehen bleiben. Ich brauche jetzt da keine neue Kommode kaufen oder irgendwas. Das benutzen wir so. Da kommt noch die Playstation rein und so ein paar DVDs und so. Dann gehen wir mal raus. Hier steht unser Grill, Kinderwagen, Schirm. Wir haben hier nämlich keine Überdachung. Und dann ist hier nur so eine kleine Sitzgruppe, die ich bei Amazon gefunden für ganz wenig Geld. Wir haben hier unten noch ein Gäste-WC. Hier ist nichts Spektakuläres. Hier muss auch noch einiges gemacht werden. Da oben müssen noch die Lampen eingebaut werden. Und ich habe jetzt hier nur so ein bisschen Deko hingestellt, aber es wirkt halt nicht, weil hier noch überall Elektrokram liegt. Hier haben wir meine Kosmetik. Wir haben hier 2 Handtücher liegen. Einmal für die anderen und für mich, weil ich halt krank bin. Hier oben ist so ein bisschen Deko aus dem alten Badezimmer. Und dann haben wir hier ein paar Handtücher drin, Klopapier und Föhn. Hier so eine Haarbürste. Da hinten noch so ein paar Haargummis. Und dann haben wir hier Sonnencreme drin, die brauchen wir nämlich zurzeit. Die haben wir unten stehen, ist einfach praktischer. Und hier unten ist dann Wäsche. Was sagt man? Danke. Ja. Jetzt gibt's Nintendo zum Spielen. Auf jeden Fall draußen konnte ich nicht viel weiter filmen, weil die Frieda da geweint hat. Pauline schläft hier. Geradeaus ist unser Bad mit Wanne und Dusche. Unten ist eine Waage und Medikamente, die müssen noch woanders hin. Hier fehlt noch der Spiegel. Diese Sachen müssen noch alle sortiert werden. Das können wir jetzt auch mal schnell machen. Wie ihr merkt, man kann jeden Tag nur ein bisschen machen. Oh, das ist geschossen. Wir kriegen es irgendwie hin. Das sind so Haargummis und so drin. Dann haben wir uns hier einen Kinderarzt gesucht und wir haben hier eine Kinderärztin gefunden. Boah, ich bin so happy. Das Infektionsmittel steht hier auch noch rum. Klopapier. Das kann man natürlich alles einräumen schon. Kann man vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Auch hier liegt noch Elektrik rum. Hier fehlt noch so einiges, die Lampen. Hinter der Tür ist übrigens unsere Dusche. Richtig, richtig cool. Shampoos. Spektakulär. So sieht das hier oben aus. Ich habe eine Gießkanne, unsere Pflanze und diese 2 Aufbewahrungen. Und unsere Badewanne. Sieht kleiner aus, wie sie ist. Babyshampoo, Duschgel und Pepper Woods.
Hier ist ein Heizkörper, mega praktisch, hier hängen wir immer Handtücher hin. Und hier oben hängen wir Handtücher hin, denn hier haben wir keine Handtuchhalterung. Was wir festgestellt haben, man braucht gar nicht so viel. Ich muss euch gleich mal den Keller zeigen, ihr werdet euch erschrecken. Jetzt sind wir in Leonas Zimmer. Das sieht aktuell hier so aus. Hier ist dieses wunderschöne Wandbild. Ich gehe mal näher ran. Die Fee schaukelt. Da unten kommt noch so ein Wichteltürchen hin. Da ist eine Eule. Da ist die Maus mit der Fee. Und das ist ja von Klapperspace. Das habt ihr im letzten Video gesehen. Das steht jetzt hier. Leona wollte das unbedingt zum Touren haben. Das passt da auch ganz gut hin. Das wollte Papa heute aufbauen mit ihr. Ihre Schultasche, die sie bald braucht. Das ist ihr Kleiderschrank und Schreibtisch für die Schule. Ich bin noch am Überlegen, ob ich den Kleiderschrank nach rechts hole, weil dieses große Sofa hier steht. Ich finde, das sieht so ein bisschen gequetscht aus. Das ist das große Schlafsofa von Ikea, was wir auf jeden Fall brauchen. Eventuell kommt das auch noch in Paulines Zimmer, das müssen wir mal gucken. Und das ist das wunderschöne große Bett von Leona. Hier steht auch Leonas Feenwald. Hier hängen derzeit ihre Feen. Die müssen wir noch an die Decke anbringen. Die Feen wollen wir von oben runterhängen lassen. Hier hat sie ihre Kuschelecke bekommen. Ist eine LED-Kette drunter, LED-Leiste. Dann hat sie hier ihre Lampe von Disney. Da kann man die Farbe auswählen. Finde ich auch ganz schön. Das ist dann quasi ihre Bücher- und Lesekuschelecke. Hier haben wir einfach so eine Klappmatratze hingelegt zum Kuscheln. Hier sind noch eingebaute Regale im Bett. Hier sind dann alle Spielsachen von ihr. Hier das Schleichschloss. Und da oben geht es dann hoch zum Bett. Richtig gemütlich. So, da kommt man nach ganz oben. Hier ist es richtig, richtig warm. Hier ist Friedas Zimmer. Könnt ihr jetzt nicht ganz so viel sehen. Hier hat sich nicht viel getan. Bett, Ecke, Kommode, Schrank. Ganz viele Kartons. Und unser Schlafzimmer. Das ist der kleinste Raum. Aber wir haben uns gedacht, wir machen hier ein offenes Regalsystem hin. Fernseher kommt an die Wand. Und das Coole einfach an dem Raum ist, wir haben hier Dachterrasse. Wir haben uns da so ein Tablett hingestellt. Stühle und Tisch stehen da. Tut mir leid, ich bin voll erkältet noch. Ich muss mal Alex unten helfen. Du hast den Flur gepimpt. Ja. Ich wette, er hat da eine Pflanze hingestellt oder so. Der Bonsai wird da super hinpassen. Was für ein Bild. Hey, da sind Lampen drin. Ah, wir haben Licht. Sieht cool aus, oder? Mit Lampen. Voll. Ich finde, der Flur ist irgendwie der schönste Raum im ganzen Haus. Ja, weil es fertig ist. Weil es fertig ist. So, meine Lieben. Oh, es ist so herrlich. Das Sofa ist kühl. Ich würde mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Ich bin immer noch erkältet und ich werde jetzt noch 3 Videos schneiden müssen. Das ist ein bisschen im Verzug, weil wir noch kein Internet haben. Das ist hier so der Nachteil. Aber ich hoffe, der kleine Einblick hat euch gefallen, wie es hier derzeit aussieht. Wir halten auf euch die Laufenden. Und ich würde sagen, bis bald. Tschüss!